Wir haben einen weiteren Brief erhalten. Wir haben einen Brief bekommen. Wir haben einen Brief bekommen. Ich frag mich nur von wem. Lieber Mike, ich bin jetzt der Bürgermeister. Mir zittern noch immer die Hände vor Angst. Ist schwer, so Briefe zu schreiben. Dein Professor Eich. Wow. Cool. Ja, und damit willkommen zurück zu Miitopia. Wir sind in irgendeiner Höhle stehen geblieben, das weiß ich noch. Mal wieder ein bisschen Pause gemacht von Miitopia, aber jetzt geht's auf jeden Fall weiter. War ja nicht lange, ein paar Tage. Topflappen. Aha. Okay, kaufe ich dir, aber es... Kinda weird. Ja, okay, komm, benutzt die Topflappen. Warum nicht? Sieht lustig aus. Okay, was haben wir noch? Professor Igitt oder Jesus? Ich glaube, Jesus will irgendwas haben. Pünktchentaler. Okay, Professor Igitt hätte aber lieber ein Spiralenglas. Okay. Lass mal sehen. Oh Gott, mein Stick driftet leider mega krass. Tut mir leid dafür. Spiralenglas können wir hier bekommen. Mal gucken, ob wir so viel Glück haben. Dann kann ich nämlich einfach Jesus was kaufen. Und das war's. Weil ich das andere für Professor Igitt hier bekommen könnte. Aber ich kriege die ganze Zeit nur Mäusesnacks. Mag die überhaupt noch irgendwer bei mir? Ich weiß es nicht. Machen wir mal Schnick, Schnack, Schnuck. Um 1000. Let's go. Let's go. So, was wählen wir aus? Naja, also die Hand von Mies sieht sowieso aus wie ein Stein, deshalb nehmen wir Stein. Und das war ein Fehler. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann haben wir nicht genug Geld, dann müssen wir uns jetzt für entscheiden. Und ich gebe Jesus das. Weil er länger da ist und ein bisschen mehr aushalten könnte. Weißt du, Igitt macht zwar sehr, sehr wenig Schaden, aber ich finde das jetzt irgendwie gerade ein bisschen wichtiger. Bitte auf zu driften, meine Güte. Ja, die sehen alle so komisch aus. Ich gebe ihm das nicht. Gibt keine Farbe, die ihm wirklich zu ihm passt. Ich finde diese hellen, leichten Farben, die passen nicht so sehr zu Jesus. Ja, dafür habe ich kein Geld. Na dann. Es gibt aber noch Futter an. Schleimchen, die Sternchen. Kein Pudding wackelt so wie dieses schleimige Gelee. Delikat. Cobra Nuggets, traditioneller Wüstensnack, unschlagbar knusprig. Ich hoffe doch, dass der König nichts damit zu tun hat. Nom. 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 Und Nom. Schön. Das macht... Wusstest du das? Nein, das mochte er überhaupt nicht. Das war schlecht. Das war nicht gut. Nein, nein, das war nicht gut. Kannibalentee. Wollt ihr mal probieren? Lieber nicht, sagt sie. Was ist mit dem Toast? Ja, schmeckt schon. Ja. Ja, die Mäusesnacks gebe ich alle Professor Igitt wahrscheinlich. Wer die am meisten feiert. Mein Charakter zwar auch, aber... Naja. Naja. Ich glaube, ich hänge mich gerade ein bisschen zu sehr auf. Sorry dafür. Wir wollen natürlich weiter erkunden und nicht so viel rumlabern. Du hast 5 verschiedene Talare. Kleidung der Priester gesammelt. Cool. Aber ist mir egal. So, wie weit geht das hier? Moment, war das hier? Hey, hey, hey. War das hier? Mein Gott. Hör auf. Hör auf. Hör auf zu driften. War das hier? Ah, das war auch ein Level. Okay. Aha, da rechts ist er ja. Aber wir sollten das obere Level auch nochmal abchecken. Zumindest mal erkundet haben, zumindest. Und ich drücke aus Versehen einmal alle Tasten. Ich weiß nicht wieso. Weil wenn man Y drückt, pausiert das Spiel kurz. Wie so ein Pauseknopf. Muss ich dran denken. Was macht eigentlich hier Menü? Da hält man an. Okay, interessant. Und hier ist ein Gegner. Aha. Sieht sehr lustig aus. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass es, ja, wie heißt das? Hä, was war das denn jetzt? Okay, es gibt auch Gegner, die männlich sowohl als auch weiblich sind. Ich weiß aber nicht, ob da so ein Unterschied ist. Das habe ich im Nachhinein gemerkt. Zugabe, okay. Dann machen wir eine Zugabe. Miau. Das war ein bisschen Verschwendung, deshalb, nein, 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 nicht Ruhezone. Ah. Ey, ich brauche wirklich nur einen Controller, ne?
Glaub nicht, dass man den noch fixen kann. Aber naja, mal sehen. Zum Zeit, wo ich das hier gerade aufnehme. Naja, es ist noch vor der E3, wo ich das hier aufnehme. Deshalb mal schauen, wie es in der E3 aussieht. Ob da irgendwie ein neues Switch-Modell gezeigt wird. Hoffentlich mit richtigen, Sticks, die auch nicht dreckig werden und somit dann defekt sind. Hoffentlich. Wäre auf jeden Fall nice, wenn sie dazulernen würden. Erwarten kann man es nicht, aber es wäre schön. Aber vielleicht sagen die doch gar nichts über eine neue Switch. Wer weiß. Egal wie oft ich anhalte und sie wieder hochziehe, meine Socke rutscht nach ein paar Schritten immer wieder runter. Warum nur, Socke? Warum tust du mir das an? Oh, die böse Socke. Immer diese bösen, bösen Socken, Freunde. Rutschen immer runter. Hatte ich tatsächlich noch nie. Ich habe noch nie eine Socke gehabt, die mir ständig runterrutschte. Oder zumindest nicht so schlimm. Also, kann sein, dass ich jemals irgendwann mal eine Socke hatte, die runterrutschte, aber nicht so krass, dass es irgendwie störend war oder dass es was auch immer war. Egal. Komisches Thema. Level up! Für die meisten hier. Wiederbeleben gelernt. Erwecke einen gefallenen Freund erneut zum Leben. Danke, Jesus. Passt mega gut irgendwie. Alle aus Professor Igitt. Naja, dann soll das halt so sein. Und wahrscheinlich ist hier das Ende, oder? Oder? Herr Mike! Du schon wieder. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Mike, richtig? Du hast einen Brief erhalten. Wow! Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Bye, bye. Lieber Mike, ich habe etwas bei meinem Papa für dich gemopst. Merkt er sicher gar nicht. Deine Luigi. Eine HP-Banane. Wow. Wie nett von Prinzessin Luigi. Ja? Schon? Aber so random und unnötig. Aber okay. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Noch ein Brief. Lieber Mike, ich bin unserem König eine wahre Stütze. Tag ein, Tag aus. Und zwar leider wortwörtlich. Dein Thomas B. Danke. Ganz viele Briefe heute. Ja, warum nicht? Als ob da jetzt nichts draus geworden ist. Was, du willst wieder was Neues haben? Ledertaler. Schleifchen-Mikro. Sieht niedlich aus. Ich kaufe dir das. Wenn mein Stick nicht driften würde, dann kaufe ich es dir. Ja, ich mag das Schleifchen-Mikro. Sieht niedlich aus. Gut, mehr Geld habe ich nicht. Deshalb. Spiel alle! Roulette! Na, natürlich ist hier ein Schleifchen-Mikro, aber das kriege ich sowieso nicht. Das ist so quinzig, das Fältchen. Nö, ich krieg mal wieder Käsekuchen. Okay. Dann wird das wohl so entschieden worden sein. So, ich gebe ein bisschen Futtern und dann mal schauen, was ich mache. Mögt das alle nicht. Was ist mit den Cobra Nuggets? Du magst sie nicht so sehr, glaube ich. Dann nehme ich die Glyphen Toasts. Magie hoch für mich, gar nicht mal so schlecht. Magst du die? Nicht so krass. Dann darfst du die haben, Miku. Ganzen Käsekuchen. Alter, wie viel da jetzt hoch? Ihr habt das gesehen? Blom, blom. Ja, du bist schon satt. Seid ihr alle satt? Jesus hat noch gar nichts gegessen, Leute. Mein Gott. Aber ich habe auch nichts, was er mag. Ach, tut mir leid, Jesus. Ich habe nichts, was du magst. Ich weiß nicht. Die Toasts gefallen ja anscheinend auch nicht so sehr. Keine Ahnung, was du willst. Ja, dann mach mal hier einen Pferdeausflug, damit ihr endlich mal das Level-Up erreicht. Ein Ausflug mit Fernando. Yay, sie freuen sich, haben Spaß. So, aber ich skippe das natürlich alles durch, denn das kennen wir alles so gut wie. So fast alles hier davon. Ba-ba-dam-bam-dam, Level 11 direkt. Das hat sich 100% gelohnt, du. Nein, nein. Okay, lass mal sehen, wie sieht es mit den anderen aus? Also, Professor Igitt und Miku müsste ich leveln.
Er müsste alle leveln. Ja, gut. Eigentlich müsste ich ja nur Professor Igitt mit Miku packen. Damit die sich ein bisschen kennenlernen, weil die kennen sich ja noch gar nicht. Er kennt allgemein nur mich. Müsste ich danach mal Jesus machen. Erstmal euch beide hier ein bisschen pushen und dann Jesus. Dann kann der Miku zum Pferd. Genau, so machen wir das. Damit ihr euch ein bisschen kennenlernt. Das ist natürlich auch wichtig. Lol, Level 2 erst. Ja, ist halt... ist halt blöd. Ich glaube auch, dass wir nicht bei jedem mindestens Level 10 erreichen werden am Ende, weil... wird knapp. Es kann möglich sein, aber es wird knapp, ganz ehrlich. Ich sag's euch so, wie es ist. Dünn, dünn. Schön. Ist in Ordnung. Ich halte nicht mehr aus. Toilettenpause. Okay. So. Ich finde, bis Level 5 ist Minimum. Vom Bekanntsein her. Ja, gebe ich tatsächlich mal Miku. Dann kann Miku ein bisschen mit dem Pferd rumchillen. Mit Fernando. Lol, es wälzt sich so. Lol. Ah, mein Rücken! Uff. Okay. Sehr interessant, was ihr hier so anstellt. Na komm. Weiterziehen. Müssen weiter. Bom, 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 bom. Okay, warum ist jetzt hier so ein Schein? Ey, ey, ey. Mein Stick ist das halt. Blom, blom. Warum ist hier so ein Schein? Warum kommt hier so Licht raus? Was? Aufsatteln 2? Oh, cool. Sind wir jetzt noch schneller? Oder was bedeutet das? Oh! Jesus! Oh nein, eine Fallgrube! Lebst du noch? Mir geht's gut. Aua. Geht schon mal vor. Okay. Jesus hat dich vollbringend verlassen. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Was? Why? What? Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. Hoffentlich muss ich nicht verstehen. Eine Kiste mit. Wow, Müll. Toll. Sammel ich. Bin Messi. Sammel gerne Müll. Dun, dun. Jetzt müssen wir halt ohne Jesus kämpfen. Das ist jetzt ziemlich belastend. Ja gut, ist nur ein Gegner. Der kann doch nichts. Der Krebsfossil. Was will er denn? Hä? Boom. Oh, der überlebt vor lang. Ja, jetzt ist er aber tot. Easy. Professor Gil kann ja auch nochmal ein Level up erreichen, meine ich. Ja, müsste auch nochmal. Alle Level 7 außer er. Naja. Rätselhaftes Juwel erhalten. Ich habe nicht mal irgendwas gedrückt. Cool. Müssen wir die sammeln? Sammelgegenstände. Das gefällt mir. Er war die ganze Zeit hier? Wow. Oh. Ploingwürzel Sternchen. Ploings lieben dieses Gericht aus Radieschen, Salat und Gurke. Okay. Probiert das hier mal, please, damit ihr das alle probiert habt. Du isst den Käsekuchen. Und du isst die Käse. Die Käsesnacks. Mäusesnacks. Whatever. Nom 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 nom. Eins davon kann ich ja nochmal essen. Nom. Und die beiden, weil die niemand mag, spare ich die mir jetzt wirklich halt einfach mal auf. Für, Karo Dress. Spielzeugkette. Für. Wenn etwas... naja, für etwas später im Spiel, sagen wir es mal so. Tempo durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Cool. Das ist doch schön. Und doch, ich kann mich mit dem Steuerkreuz bewegen. Ja, das ist ja gut. So, hier lang. Komm, das machen wir noch in der Folge. Ich will das noch erreichen. So, den Rest hier alles, das mache ich dann in den Anfang nächster Folge, denke ich mal. Die ganzen Wege hier nochmal machen. Mal gucken. Puh, ich bin total erschöpft. Können wir nicht mal eine Pause machen?
Nix da. Meine Oma sagte immer, machst du zu oft Ruhe, wirst du bald zur Kuh. Was war das? Siehst du, da geht's schon los. Das war ich nicht. Und was ist das überhaupt für ein blödes Sprichwort? Es kommt von irgendwo da hinten. Oh no. Gut gemacht, Igitt. Die sind doch irgendwo Monster. Ein Boss! Minotaurus, wie es aussieht. Ja, ein Minotaurus. Genau das habe ich mir schon gedacht. Okay. Krallenwetzen. Aufladen schön für die nächste Runde. Bam! Bam! Oh Gott! Halt, Schild. Bam! 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 Wetz, wetz! So, und jetzt kriegst du den Tatzenhieb! Miau! Steh dir bei! Nice! Bam! Das nicht über 60 Damage! Wenn das nicht krass war, dann weiß ich auch nicht. Das war richtig viel, aber gut, ich habe auch zwei Runden dafür gebraucht. Oh Gott, nein, 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 nein. Alles in Ordnung? Oh Gott. Nice. Lol, Level 6. Gute Bekannte. Und wir heilen uns ein bisschen. Nice, helfen. Schön. Doch mal den Tatzenhieb rein donnern. Miau. Und da fällt der Minotaurus um. Schön, sehr, sehr schön. Sehr, sehr nicer, nicer. Und ihr kriegt ein Level Up. Habe ich leider die Sets nicht ganz lange drin gelassen. Aber egal, fiese Formel gelernt. Ein tödliches Gebräu, das Gegner kolossal verheert. Muss nicht verstehen. Ist auch egal, glaube ich. Du kriegst die Erfahrungspunkte, du brauchst sie. Hacksteak Sternchen erhalten dafür. Jetzt wahrscheinlich das Ende, oder? Oh, eine Kiste. Mit 400 Gold. Klar, nehme ich mit. 69 Gold, nice. Bam. Oh, was jetzt los? Ah, nichts. Okay. Weiterspielen. Ja, tatsächlich will ich weiterspielen. Oh, die labern da. Ich will sehen, was der da labert. Wollt euch nur freunden? Ja, okay, wollt euch nur befreunden. Komm. Beeilt euch, please. Danke. Ba-ba-bam. Dau. Schön, Level 12. Ich glaube, ich bin mein Charakter auch Level 12 mit dem Pferd, ne? Jap. Jap, jap. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dum, 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 dum. Okay, was willst du mal haben? Ledertaler. Komm, ich kauf dir erstmal das Gefäß hier. Dein Spiralenglas. Damit du ein bisschen stärker bist hier. Kannst du gut gebrauchen. Kannst du gebrauchen. Na, den Rest habe ich kein Geld für. Futtern habe ich wahrscheinlich auch nichts, oder? Hacksteak, Sternchen, Spiegel ergänzt dieses Hacksteak perfekt im Geschmack. Ja? Ist das so? Oh ja, ist es so. Cool. No. Gut. War das eigentlich jetzt das ganze Level oder gab es noch einen anderen Weg, den man lang schlagen konnte? Nee, das war das ganze Level. Und jetzt können wir zum Tor und hier sollen wir hin. Na gut, um ehrlich zu sein, irgendwie hätte ich jetzt... Mein Stick, tut mir leid. Irgendwie hätte ich jetzt schon lieber die ganzen... Wie viele Level sind das? 1, 2, 3, 4 Level noch schnell fertig gemacht. Deshalb mache ich die und wenn was ist, ihr wisst Bescheid. Dann sage ich euch Bescheid. Fiese Formel, neue Fähigkeit. Es ist mega OP. Mega OP. Es ist wie Explosion mit dem Magier. Sehr nice, dass wir das haben. Eine Chest mit ein bisschen Gold. Level 13. Du bist wirklich nett, Mike. Ja? Du wendest ab und zu auch mal ein Monster. Aber nur wenn sie ungefährlich sind. Bei aggressiven Monstern bleibt oft keine Wahl. Die lasse ich nicht so glimpflich davon kommen, ist doch klar. Ich muss doch meine Freunde verteidigen. Sag ich doch, du bist wirklich nett. Ja. Lol.
Und ba-ba-dam-bam-ba, enge Freunde. Und jetzt Level 15, enge Freunde. Wow. Mike hat Durst. Oh, eine Flasche. Hier geht das, riecht aber komisch. Runter damit. Oh. Flasche war leer. Was auch sonst. Ich habe 5 MP-Bonbons verputzt. MP-Bonbons jetzt effektiver, die macht es Horst. MP-Bonbons geben dir jetzt statt 10, 15. Ho, ho, ho. Dein MP-Bonbon-Konsum hat dir eine neue Kraft erschlossen. Es mag verrückt klingen, aber je mehr MP-Bonbons du isst, umso größer wird ihr Effekt. Die nächste Steigerung kriegst du noch 10 gefutterten MP-Bonbons. Weiterhin viel Spaß. Ho, ho, ho. Warum ist Jesus eigentlich so krass gut mit Fernando? Sehr enge Freunde. But why though? Für jeden nochmal ein Level Up! Liebeslied gelernt. Singe eine Ballade, um deine Verbindung zum Team zu stärken. Hey Miko, wir sind doch gut befreundet, oder? Man muss aber dazu sagen, mein Ingame-Character, also das Ebenbild von mir, das schwimmt ja auch so, schwimmt ja auch ein bisschen so auf Miku, also von daher. Eine Kiste mit Drachenfrüchten. Holen wir uns später an. Die Macht des Horst! Statt 100, 120 HP verstreuen. Ruht so nur jetzt noch ruhiger. Okay, cool. Und beim nächsten Mal 600. Naja, 600. Level 17. Mit dem Pferd. Und wahrscheinlich jetzt nochmal Level 18. Habe ich recht? Ja, bei dem geht ab. Bei dem geht einfach ab. Hammer Slayer. Toll. Yay. Von Herzen, Freunde. Level 18. What? Weißt du eigentlich, wofür MP steht? Was sind der Ponys? Was um alles in der Welt? Nein, Magiepunkte! Oh! Jetzt verstehe ich plötzlich einiges. Müsste es nicht genau andersrum sein, dass ich hoffe, eine Chest! Mit dem Spielschein. Ratet's mal! Von Herzen, Freunde, Level 19. How? Noch eine Kiste hier. Okay. Nice. Bam bam. Bada bada bam. Beste Freunde, Level 20. Vihan gelernt. Du stehst neben dir. Keine Sorge. Dein Pferd kriegt das schon wieder hin. Aha. Wisst ihr was? Jetzt labern die hier schon wieder. Wisst ihr was? Die nerven mich. Die sind jetzt schon Level 20 miteinander, die beiden. Und die wollen jetzt auch schon Level 21 erreichen. Das geht mir viel zu schnell mit euch. Wisst ihr was? Wir wechseln. Miku darf jetzt mal ans Pferd. Und ihr beide kümmert euch umeinander. Also Level 20 ist neues Geräusch. Das heißt, Level 20 ist richtig heftig. Dann mögen sie sich sehr, sehr gern. Ja gut, ist das so gut? Ja, lassen wir es so. Und dann mache ich nochmal Offscreen weiter. Eine Kiste mit... Okay, ich glaube, mit dem Pferd zu leveln ist irgendwie schneller als mit den anderen Charakteren, kann das sein. So, und nun habe ich alles nachgeholt, so ziemlich. Jedes Level nochmal doppelt und dreifach gemacht, wie es sein muss, damit alle Wege gemacht worden sind. Oh nein. So. Und jetzt, fürs Ende der Folge, will ich noch ein bisschen hier was machen. Die beiden wollen zum Beispiel noch kurz talken. Was ist los mit euch? Fantastische Erinnerung. Ist einfach ganz fantastisch. Okay, die wollten nur in Erinnerung schwelgen. Schön, du kümmerst dich aber jetzt hier rum. So. Wollt ihr noch irgendwas haben? Ledertaler kann ich ihm jetzt leisten.
So, den würde ich auch zum Tragen geben tatsächlich, weil der sieht schon ganz nice aus. Nur in welcher Farbe ist die Frage? Ich glaube, in dieser Farbe ist es ganz gut. So, in der nächsten Folge werden wir dann direkt am Anfang in das Tor reingehen und gucken, was das... was da auf uns wartet. Nuckelflächen! Nein, jetzt nicht wirklich, oder? Ach Gott. Bitte keine Fetische ausnehmen hiermit. Dankeschön. Finde ich ein bisschen weird. Okay, dann futtern wir noch ein bisschen, was ich hier erreicht habe. Und dann war's das. Drachenfrucht. Süße, sonnengefreifte Frucht. Bei Drachen extrem beliebt. Glyphentoast Sternchen. Hier steht geschrieben, 2 Scheiben feiner Toast. Cobra Nugget Sternchen. Fleisch muss man frittieren und am besten mit Senf genießen. Ja, was Emil von mir sagt, auf jeden Fall stimmt. Bei den Toasts unglaublich geil sind sie. Okay, da bin ich schon satt für. Was sagst du dazu? Ganz nice. Was sagst du dazu? Ganz nice. Was sagst du dazu? Ganz nice. Nirgends alle nicht so sehr. Okay. Lasst mal sehen. Was kann ich euch noch so servieren? Cobra Nuggets könnte ich dir nicht servieren, glaube ich. Doch, die könnte ich dir servieren. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, dann nimm du die. Ich bin gerade satt. Kannst du hier ein paar Toasts nehmen? Nom, nom, nom. Und ja. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.